als nächster Redner am Wort Jürgen Scharpüttel von der SPÖ. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Bundesminister, Hohes Haus, werte Zuseher auf der Tribüne und an den Fernsehbildschirmen. Ich möchte ganz am Anfang meiner ersten Rede hier im Hohen Haus die Gelegenheit nutzen und am heutigen burgenländischen Landesfeiertag alle Burgenländerinnen und Burgenländer und natürlich speziell in meiner Heimatgemeinde in Inzenhof alle recht herzlich von hier aus grüßen. Der Flüchtlingsstrom aus dem Nahen Osten und aus Teilen von Afrika beschäftigt uns schon seit Monaten sehr intensiv. Und seien wir doch ehrlich, keiner kann sagen, wie lange diese Situation noch anhält. Keiner weiß, wie viele Flüchtende noch nach Europa kommen. Und es kann nur eine Lösung dieses Problems geben, und das kann nur eine europäische Lösung sein. Eines hat diese schwierige Situation aber in den letzten Wochen und Monaten auch gezeigt. Wir können auf verschiedensten Gruppen in unserem Land sich verlassen. Ich denke da an meine Kollegen von der Polizei, die in sehr schwierigem Umfeld sich sehr professionell und mit sehr großem Einsatz und an die Leistungsgrenze gehend in sich im Dienst verhalten haben. Auch das Bundesheer, die Rettungsorganisationen und die vielen freiwilligen Helfern leisten Großartiges, und ihnen gebührt all unser Dank. In vielen Gesprächen und Diskussionen in den letzten Wochen ist eines aufgefallen. Große Teile der Bevölkerung sind verunsichert. Einige davon haben richtig Angst. Diese Verunsicherung, diese Ängste müssen sehr, sehr ernst genommen werden. Aber das heißt aber nicht, dass wir jetzt alle Grundsätze einfach so über Bord werfen. Mein Fazit daraus ist, wir müssen den Kriegsflüchtlingen helfen. Gleichzeitig müssen wir auch den Wirtschaftsflüchtlingen ganz klar sagen, dass sie keine Chance für einen positiven Asylabschluss haben. Und eine Schaffung von Rückführungsmöglichkeiten bei einem negativen Asylbescheid ist für mich essentiell und wichtig. Wir sind es der Bevölkerung schuldig, in sehr schwierigen Situationen Politik mit Verantwortung und mit Weitblick und klaren Visionen zu machen. Im Gegensatz dazu kann ich nur warnen, dass es gewisse Kräfte gibt, die das Land in Angst und Verunsicherung stürzen und die Bevölkerung verunsichern wollen und dieses zu nutzen, um politisches Kleingeld als auch Umfragehochs zu produzieren. Man sollte ehrlich zu den Leuten sein und ihnen nicht etwas einreden, was nicht umsetzbar ist. Gerade in dieser jetzigen Situation fordere ich in unserem Land einen Schulterschluss aller Parteien. Sachpolitik und ein gemeinsames europäisches Vorgehen sind das Gebot der Stunde. Danke. Mit Ihnen. Die erste Rede von Jürgen Scharpüttel von der SPÖ, im Zivilberuf übrigens Polizeibeamter. Josef Schellhorn von den NEOS ist der nächste Redner.